Einen wunderschönen guten Tag an die Empfangsgeräte. Hier ist wieder Shoki Banoki mit Daily, deiner Extradosis Angeberwissen. Ja. Mit? Ich bin der Sashi. Und das ist der Till. Ja. Und wir präsentieren euch heute den 18. Oktober. Genau. Und am 18. Oktober. Hat wer Geburtstag? Jean-Claude Van Damme. Kennst du? Ja, kenn ich. Der macht immer so Spagat, so piu. Kennst du? Ja. Der hat Bloodsport gemacht und Timecop und Expendables 500 und so. So ein aufgepumpter, ne? Ja, so piu, piu, piu. So ein Belgier ist das eigentlich. Ja, Hollywood-Karriere gemacht und damit aber, glaube ich, nicht so richtig glücklich geworden irgendwie über die Jahre. Universal Soldiers hat er auch gemacht. Alles Käse, Käsefilme. Den Bloodsport habe ich mir noch ganz gern angeguckt damals. Das ist 1988 rausgekommen. Und dann später. Aber da gibt es auch eine Serie, die heißt GCVD, genau. Also die Initialen von Jean-Claude Van Damme. Okay. Das ist eine Serie gewesen, die habe ich mir angeguckt und die war ganz nett. Da hat er praktisch sich selbst gespielt und er als Schauspieler irgendwie darum und dann als Spion noch so, weißt du? Total konfus. Ja. Aber dann hat er sozusagen sich selbst irgendwie dann irgendwie zeitlich eingeholt und Timecop. Ach komm, was ein Käse gewesen, war gar nicht gut. Voll der Rotz gewesen. Aber ansatzweise eine gute Idee, sagen wir mal so. Aber das ist ja ungefähr so bekannt wie die Persönlichkeit, die ich zu diesem Tag habe. Was denn zum Beispiel? Ich habe zum Beispiel 1989, da gab es einen großen Machtwechsel in der DDR. Und zwar wurde Honecker abgelöst von Egon Krenz. Ach so, das war am 18. Oktober. Richtig. Und ja, hat das halt nicht so lange gemacht. Aber ja. Und am 9. November war ja dann die Grenzöffnung. Richtig. Ah! Ja. Es erschließt sich mir etwas. Ja. Am 18. Oktober kam Egon Krenz und am 9. Oktober war Zaggi. Ja, also Honecker konnte nicht mehr aus gesundheitlichen Gründen. Und dann hat der Egon Krenz dann irgendwie... Hat die Fahne hochgehalten. Sozusagen. Apropos Fahne hochhalten, ich trinke mir auch ein Bierchen. Prost. Ja, aber am 18. Oktober... wurde auch der Allgemeine Deutsche Frauenverein in Leipzig gegründet. Herzlichen Glückwunsch. Dieser Verein tritt für das Recht auf höhere Bildung und Erwerbsarbeit der Frau ein. Und weißt du, wann das war? Nein. 1865. Gibt es den noch? Das weiß ich nicht, aber... Ja, Allgemeine Deutsche Frauenverein auf jeden Fall. Und können wir da eintreten, meinst du? Ich glaube, ja, bestimmt. Warum soll man als Mann nicht da eintreten können? Man kann das doch als Vereinsmitglied unterstützen. Ich weiß ja nicht, was das für Statuten hat. Ja, weiß ich ja auch nicht, aber warum soll man denn in einen Frauenverein nicht als Mann eintreten können? Man kann das doch unterstützen wenigstens. Auch wenn du jetzt zum Beispiel in einen Frauenvolleyballverein eintrittst. Kannst du ja. Dann bezahlst du Gebühren und sowas, bist in den Verein, kannst vielleicht noch irgendwie... Aber ich darf nicht mit den Bällen spielen. Ich weiß nicht, welche Bälle du jetzt meinst. Die Volleybälle? Ja. Aber Volleyball darfst du da bestimmt in den Partien, die da offiziell ausgetragen werden, nicht spielen. Freundschaftsspiele weiß ich nicht. Freundschaftsspiele sind mir da auch viel lieber. Ja. Ja. Das war der 18. Oktober. Am 18. Oktober haben wir wieder ganz viel gelernt und haben gelernt, dass der Till ein ganz schöner, ganz tolle Ideen hat. Und ich freue mich schon, wenn der Till wieder da ist. Cheerio, Miss Sophie!